Johannes Scherer ist der FFH-Mittwochsmotzer. Süßkartoffeln? Nee, lass mal. Jahrhundertelang haben wir einfache Kartoffeln gemampft. Gute, rustikale Sorte, sie glinde festkochend, die mehlige Melodie und die pummelige Chantal oder so. Aber plötzlich verdrehen Menschen im Glückstaumel die Augen, wenn irgendwo Süßkartoffel auf der Speisekarte steht. Und die steht überall auf der Speisekarte, als wär's der Segen aus Südamerika. Die Süßkartoffel, Entschuldigung, die kann nix, also rein geschmacklich. Die sieht nicht mal aus wie eine Kartoffel. Dieses Orange oder Violett passt farblich auch null zu meinem Tafelservice. Das Püree ergibt eine mehlige Süßpampe, die ich maximal als Nachtisch akzeptieren würde. Aber ich brauche mein Dessert nicht direkt zur Bratboulette auf demselben Teller. Wenn ich eine süße Kartoffel wollte, dann würde ich auf meine festkochende Siglinde einfach Zuckerkippe oder Nutella. Aber am meisten überschätzt sind Süßkartoffeln in Pommes Frites-Form. Vor allem in genauso überschätzten Burgerläden, die noch beknacktere Namen haben als Friseursalons. Ich bin gespannt, was demnächst noch so für ach so hippes Süßgemüse importiert wird. Süßrettich, ne? Süßmangold, Süßrosekohl. Hör mir auf mit Süßkartoffeln. Also ich wundere mich selbst, dass ich da so ruhig bleiben kann. Guten Morgen Hessen mit FFH Mittwochsmotzer Johannes Scherer bei Hitradio FFH.